Guten Morgen, meine Lieben. Heute am Mittwoch begrüße ich euch wieder zu einem One-Card-Channeling. Ja, meine Lieben, ich habe das Rider-Waite-Tarot schon vorgemischt, hier in das Herz gelegt und ich werde jetzt gleich hier live vor euch eine einzige Karte aus dem Tarot-Deck herausmischen. Diese Karte legen wir dann wieder ins Herz und dann werde ich mich verbinden nach oben und wir werden mal sehen, welche Botschaft heute zu uns ins Kollektiv finden möchte. Wenn du selbst mal für dich so ein One-Card-Channeling möchtest, entweder zu einer ganz speziellen Frage, die du gerade hast, oder einfach für einen inspirierenden Impuls aus der geistigen Welt, dann schreib mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail. Alle Daten findest du hier in der Infobox unter diesem Video. So, meine Lieben, konzentrieren wir uns. Ich frage nach einer Botschaft, die heute in unsere Heart and Soul Family kommen möchte. Welche Botschaft dürfen wir heute in unserer Reisegruppe empfangen? Okay. Hier fallen die drei Schwerter. Ich lege die Karte hier in das Herz. Gib mir ein paar Sekunden, ich verbinde mich und dann gebe ich einfach alles durch, was ich empfangen darf für uns. Dein Herz hat eine schmerzliche Erfahrung gemacht, die jedoch nun zur Heilung kommen darf. Diesen Schmerz trägt deine Seele seit langer Zeit in sich. Dieser Schmerz stammt aus einer sehr alten Wunde, die ein ganz besonderer Mensch, der dir in diesem Leben begegnet ist, noch einmal aufgerissen hat. Dieser Mensch, der den Schmerz noch einmal so präsent werden hat lassen, hat sich bereits vor dieser Inkarnation mit dir zu dieser Begegnung verabredet, damit diese Wunde nun heilen kann. Auch wenn die Zeit, die du mit diesem Schmerz gelebt hast oder vielleicht gerade noch lebst, für dich sehr herausfordernd ist, so möchte Gott dir Mut machen, diesen Heilungsweg nun beherzt weiter zu durchschreiten, denn du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Diese Wunde darf sich nun schließen, und es ist von großer Bedeutung, dass du die Gefühle, die diesbezüglich ab und an noch in dir aufsteigen möchten, nicht unterdrückst. Jede Träne, die du weinst, reinigt deine Seele. Versuche mit der Zeit, alten Groll und Wut über den Menschen, der dir diese Wunde aufgerissen hat, loszulassen. Denn dieser Groll, diese Wut und diese Ablehnung verstärkt den Schmerz nur und macht die Heilung schwer. Übe dich im Annehmen dessen, was ist und was war, und versuche mit großem Herzen, mit Liebe und Milde zurückzublicken, in dem Bewusstsein, dass diese Wunde, wenn sie geheilt ist, nur noch eine kleine, kaum sichtbare Narbe bleiben wird, die dich immer daran erinnert, durch welch herausfordernde Zeit du doch gegangen bist, um mutig und kraftvoll daraus hervorzugehen. Die Liebe zu dir selbst ist dabei die größte Kraft, die zur Heilung
der Wunde führen kann. Mache dir bewusst, dass all das, was du durchlebt hast oder noch durchlebst, Teil deines Seelenplanes ist, um deine Seele wachsen und reifen zu lassen. Du bist ein über alles geliebtes Wesen Gottes und der Schutz der geistigen Welt ist dir gewiss. Lasse die Gefühle durch dich hindurch fließen in dem festen Wissen, dass sie dein Energiefeld dadurch verlassen können und dass bald ein großer Frieden sich ausbreiten wird in deinem Herzen. Vertraue darauf, dass du in einiger Zeit zurückblicken wirst und genau weißt, wozu diese Phase deines Lebens dienlich war, nämlich um dich noch ein Stück weiter hin zu dir selbst zu führen und hin zu deinem Schöpfer, der dich genau in diesem Augenblick des größten Schmerzes liebevoll auffängt, in seine Arme schließt und dir Trost, Schutz und Halt bietet. Wow, meine Lieben, jetzt ist mir ganz warm geworden. Eine schöne Botschaft, wie ich finde. Es ist tatsächlich so, viele Menschen gehen derzeit noch einmal durch schmerzliche Phasen. Auch alter Schmerz möchte sich noch mal zeigen. Aber wenn wir daran glauben und im Vertrauen bleiben, dass sich diese Wunden schließen werden und wir kraftvoll weitergehen, dann wird es ein bisschen leichter. Und ich hoffe natürlich sehr, der gechannelte Impuls war hilfreich für dich in deiner Situation. Ich danke dir sehr fürs Zusehen. Ich danke dir, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir einen Daumen hoch gibst für dieses kurze Video. Und wir sehen uns in den kommenden Tagen häufig, denn wir haben einen Vollmond im Zeichen des Widders vor uns. Da wird es Videos dazu geben. Und außerdem möchte ich auch gerne noch ein Video machen, in dem ich euch über den aktuellen Stand der Dinge zwischen mir und Micha berichte. Mir ist das sehr, sehr wichtig, das zu kommunizieren, denn wir bekommen viele Fragen dazu. Und ich denke, dass ich auch dazu in den kommenden Tagen zu euch einmal ganz offen sprechen werde. Ja, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Ich sende euch ganz liebe Grüße und einen dicken Drücker, die Uli. Tschüss.